Hallo und herzlich willkommen zum Barbecue-Special von Einfach mal kochen mit Peter. Heute bereiten wir einen Knoblauchdip zu. Und dazu brauchen wir 500 Gramm Joghurt, 4 Knoblauchzehen, ein Päckchen geriebene Zitronenschale, Muskatnuss, Cayennepfeffer, Salz und Pfeffer. Des Weiteren benötigen wir eine Schüssel, eine Knoblauchpresse und eine Gabel. Wir geben den Joghurt in die Schüssel und pressen den Knoblauch hinein. Wir geben die geriebenen Zitronenschalen dazu. Und würzen das Ganze mit Muskatnuss und Cayennepfeffer. Dann pfeffern und salzen wir das Ganze noch. Nun rühren wir das Ganze gut um. Und schon ist unser Knoblauchdip fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Grillen.